Der Ratssaal im Rathaus Barleben. Zum letzten Mal in diesem Jahr Ortsbürgermeister Horst Blume bei seiner Lieblingsaufgabe der Bibi-Begrüßung. Diesmal sind das Nils, Tessa und Florian. Was Neugeburten angeht, hat Barleben eine ausgesprochen positive Bilanz. Für mich ist das immer eine sehr schöne Aufgabe, wenn ich diese kleinen Neugeborenen und gesunden Kinder sehe, junge Menschen, die Kinder kriegen. Das ist die Zukunft ohne Jugend, jetzt nicht. Und in Barleben sind wir ganz stolz. Wenn ich sehe, wir haben im vorigen Jahr 42 Babys gehabt und haben dieses Jahr 46 Babys. Manche sind froh, wenn sie es halten, und wir haben 4 Babys noch drüber. Das ist doch schon eine gute Sache. Wie immer gibt es ein paar kleine Geschenke, darunter ein Barleben-Wappen zum Bekleckern und die obligatorischen Babyschuhchen aus den fleißigen Händen des Handarbeitskreises. Auch wenn die kleine Tessa hier ein wenig protestiert, das Begrüßungsgeld, die 500 Euro in bar, bekommen die Eltern und dann noch das Foto für die Kollegen von den Zeitungen und auch von Orts TV allen Neubarlebern ein herzliches Willkommen.